Balou de Rouet. 20-jährige Hengst des Balou B. de Rouet Continue Domino. Sie haben einfach das Besondere. Die Nachkommen von Balou de Rouet. Das, was ihn damals schon auszeichnete. Sein elastisches Springen und seine Beweglichkeit gibt er im höchsten Maße an seine Kinder weiter. Und ist somit der mit Abstand erfolgreichste Sohn seines berühmten Vaters, des Olympiasiegers und dreimaligen Weltcupsiegers Balou B. de Rouet, und steht längst selbst unter den Top 10 der weltbesten Springvererber laut WBFSH. Zu verdanken hat Balou de Rouet dies seinen sporterfolgreichen Nachkommen. Angeführt von der WM-Einzel- und EM-Team-Bronzemedaillengewinnerin sowie Weltcup-9. Bianca unter Steve Gerda. Im Springen und mit der EM-Team-Goldmedaillengewinnerin WM-Einzel-9. Billy the Red, Christina Koch, in der Vielseitigkeit. Weitere Erfolgsgaranten sind der EM-Team-Bronzegewinner Sarah de Foncombe mit Nadja Peter Steiner. Der WM-Teilnehmer Brilliant de Rouet mit Lyubov Koritova aus Russland. Der Aachen-Vierte Babalu mit Derek Kenny. Sowie Balou Rubin mit Pio Schwitzer, Balance unter Toni Hassmann, Balou B mit Mario Stevens und so weiter. Allein für die in Deutschland registrierten Sportler ist eine Gewinnsumme von über 3,8 Millionen Euro verzeichnet. Sportlich? An der Spitze der fast 60 gekürten Söhne des Balou de Rouet steht der Sieger der großen Preise von München, Balve, Spangenberg, der Hengst Balzacchi unter Felix Hassmann, gefolgt von Bacord unter Gerrit Nieberg und Balous Bellini von Lutz Krebshöfer. Bianca und Steve Gerda begeisterten uns besonders im letzten Jahr. Balou-Nachkommen sind einfach spitze.